Ich bin Armin Wurm, ich bin Verteidiger bei den Grizzlies. Bin seit 9 Jahren jetzt hier in Wolfsburg, habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist natürlich das Schönste, was es gibt. Viele harte Schüsse, viele schnelle Pässe. Es ist nicht leicht für jeden Zuschauer, das von Anfang an zu verfolgen. Aber ich denke, die Leidenschaft, was auf dem Eis ist, diese Aggressivität, das ist natürlich, das zeichnet diesen Sport aus und macht mir persönlich sehr viel Spaß. Armin in 3 words would be down to earth. Wenn ich an Armin denke, denke ich an den Mario Kart Meister. Mein Ritual ist vor dem Spiel, wenn ich im Auto zur Halle fahre mit einer Rockmusik. Das ist so ein Punkt, wo ich mich dann pushe, beziehungsweise die Musik mich pusht, wach macht. Und dann komme ich in der Kabine an, trinke einen Kaffee, um mich wach zu rütteln. Dann wird sich umgezogen und es wird dann mit dem Team Two-Touch gespielt. Wir werden natürlich alles daran setzen und daran arbeiten, dass wir im kommenden Jahr wieder im Finale stehen und somit den Pott nach Wolfsburg zu holen. Nach dem gewonnenen Spiel geht es natürlich gut gelaunt in die Kabine. Kurze Ansprache vom Trainer, es geht dann nochmal aufs Eis und dann wird sich bei den Fans bedankt mit einer kleinen Laola-Welle und einem kleinen Tanz. Innerhalb der Mannschaft habe ich natürlich auch sehr gute Freunde gefunden. Man verbringt während der Saison sehr viel Zeit. Nach getaner Arbeit gehe ich mit den Jungs öfters in unser Stammlokal Schlossremise. Und ja, wir bestellen uns unser Lieblingsgericht, meistens der Grillteller. Da ist einiges geboten. Oder wir gehen ins Outlet, da kann man shoppen und Kaffee trinken. Mittlerweile ist auch Starbucks da. Im Sommer gehe ich sehr gerne mit meinen Freunden in der Soccer 5 Fußball spielen. Ich bin sehr sportverbunden, bin dann auch gerne mal auf dem Fahrrad. Und wenn ich noch Zeit dafür habe, dann setze ich mich auch gerne mal vor den Fernseher und spiele PlayStation. Ja, Heimat ist eine große Bedeutung für mich. Ich habe viel Kontakt zu meiner Heimat nach Bayern, zu meiner Familie, was mir sehr viel bedeutet. Bin aber auch sehr froh, dass ich hier eine neue, schöne Heimat mit einer tollen Familie gefunden habe.